und herzlich willkommen von den JavaScript Days 2019 in München. Ich bin Ann-Kathrin Klose und ich unterhalte mich heute mit Hans-Christian Otto und Elmar Burke über React. Hallo. Lasst uns doch erstmal ganz einfach anfangen mit der Frage, was ist denn das Spannende an React? Was macht React aus? Ja, hallo erstmal. Ich glaube, da gibt es relativ viel, was React ausmacht. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass viele Technologien sich ja aneinander angleichen, aber es gibt immer noch ein paar Dinge, die besonders sind auch für React. Ich habe da eine Geschichte von ein paar Monaten erlebt. Da habe ich bei einer User Group einen Vortrag gehalten zum Thema Testing von React-Anwendungen. Und direkt davor gab es einen Vortrag zum Thema Testing von Angular-Anwendungen. Ich glaube, dass Angular ein sehr gutes Framework ist und dass es sehr viel Funktionalität auch mitliefert und dass es sehr viel Convenience mitliefert, die automatisch im Hintergrund passiert. Mhm. Das Problem war, dass sich das im Testen wiedergespiegelt hat. Das Testen von React-Komponenten ist meistens sehr, sehr einfach, weil das einfach pure Funktionen sind. Die bekommen Daten, die stellen die Daten dar. Auch wenn irgendwelche Funktionalität stattfinden soll, irgendwelche Backend-Services aufgerufen werden, dann ist das etwas, was irgendwie reingereicht wird, meistens, mhm, in Form eines Callbacks. Das ist sehr einfach zu testen, es passiert sehr wenig Magie im Hintergrund. Wenn ich mir dann die Tests mit Angular angeschaut habe, kein Angular-Experte, kann man sowas verkehrt sein, wurde da immer ein Testbed in irgendeiner Form initialisiert, es wurde häufig dieser Dependency-Injection-Container initialisiert. Das heißt, es muss sehr viel passieren, um eine Angular-Komponente erstmal zu rendern. Mhm. Und das ist bei React eben so, dass eigentlich fast alles, was passiert, sehr explizit ist und wenig implizit im Hintergrund passiert, was man in Testsituationen beispielsweise erstmal noch verstehen und aufsetzen muss. Mhm. Das ist so einer der Knackpunkte für mich bei React. Es ist sehr deutlich, was passiert, und es passiert sehr wenig, was man nicht erwarten würde. Wie siehst du das, Elmar? Ja, es passiert tatsächlich sehr wenig von dem, was man nicht erwarten würde. Also React ist sehr einfach vorhersagbar. Das ist einer der Kernpunkte da drin. Man gibt Daten rein und man kriegt Daten zurück. Und es ist immer sehr einfach vorhersagbar. Diese Vorhersagbarkeit der Komponente spiegelt sich dann natürlich auch wieder in den Tests wieder. Wenn ich die gleichen Daten reingebe, dann muss immer das Gleiche passieren, unabhängig davon, was rundherum ist, wie das Testbed aufgebaut ist oder wie auch immer. Das ist ein ganz großer Vorteil von React. Das bieten andere Frameworks natürlich auch oder andere Libraries auch. Aber das ist momentan ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal von React im gesamten Ökosystem. Damit gehen wir beide eigentlich so auf das Thema der funktionalen Programmierung ein, dass es eben eher funktional Denkweise ist als klassenbasierte Denkweise. Mhm. Ein weiterer Punkt, der da für mich so ein bisschen reinspielt, ist, dass React eine JavaScript-Bibliothek ist, wo man JavaScript lernen muss und JavaScript verwendet und verstehen muss. Bei Angular ist es meines Wissens nach heute so, dass beispielsweise ein Iterieren über ein Array in einem Template etwas ist, wo man eine Template-Funktionalität von Angular für kennen muss und aufrufen, mhm, muss. In React verwendet man das Map, was JavaScript Array seit Jahren mitliefern. Das sind so Kernpunkte für mich. Ja, das ist gerade einer der Punkte, die du gerade ansprachst, das Iterieren von Listen zum Beispiel. Das ist was React ganz gut zeigt, ist, dass React eigentlich immer nur ein Zusammenschluss von ganz vielen bestehenden Technologien ist, die schon da sind, die nur neu zusammen verdrahtet wurden. Also es ist das JSX, was auf den ersten Blick mit React zusammenkam, aber was auch schon alt ist, was es schon vorher gab. Es ist das Virtual DOM, was es vorher auch schon gab, was für uns wegabstrahiert ist. Es ist das Iterieren über Listen, was im Grunde pures JavaScript ist und was viele Entwickler dann auch schon kennen. Also es ist nichts, was man speziell für React lernen müsste, um erstmal starten zu können. Das Wissen von React kann man in vielen anderen Bereichen dann auch wieder verwenden, denn React setzt auf die komponentenbasierte Anwendungsentwicklung auf. Ein Trend, der im Web spätestens seit Polymer mit den Web Components durch Google vorangetrieben wird oder gestartet wurde, dass ich also Komplexität kapseln kann. Und dieses Wissen, das ist was man für React lernen muss. Mhm. Ab dem Punkt ist das Wissen aber wieder übertragbar. Das Schöne an React ist, man lernt kein Framework oder eine Library, sondern man lernt Patterns. Und diese Patterns sind später wieder übertragbar. Man lernt ja nicht nur Patterns, sondern man lernt eben auch die Sprache JavaScript dabei sehr intensiv und muss sie lernen. Das würde ich aber gleichzeitig auch als kleinen Nachteil verkaufen, weil wenn man beispielsweise ein Angular-Tutorial von vorne bis hinten durchspielt, lernt man alle Bausteine, die man können muss für Angular. Bei React ist es so, dass, naja, ein React-Tutorial bringt einem React bei und Wissen über JavaScript sollte man da schon bis zu einem gewissen Grad mitbringen. Das heißt, ein Tutorial über Angular ist umfassender als eines von React, weil React-Tutorials häufig Wissen über JavaScript voraussetzen. Mhm. Also es ist ein bisschen auch ein zweischneidiges Schwert.
es ist nicht nur das Wissen von JavaScript, was vorausgesetzt wird. Es ist natürlich auch das Wissen, wie der DOM funktioniert. Und es ist auch das Wissen, wenn man im modernen Frontend arbeitet, wie CSS funktioniert. Also das Basiswissen, das sollte ohnehin für Entwickler da sein. Dazu gehört im modernen Frontend nun mal JavaScript, HTML bzw. DOM und das CSS. Und das ist eben Basiswissen. Das muss man sich mühsam erarbeiten, das muss man sich aber bewusst werden. Und es gehört einfach zur Webentwicklung in 2019 noch immer dazu. Und darin liegt dann auch eine der Schwierigkeiten für Anfänger bei der Arbeit mit React. Oder gibt es da noch andere Bereiche, die zu Schwierigkeiten führen können? Naja, also ich glaube, dass eine der Schwierigkeiten durchaus mit dem Thema JSX mitkommt. Bei React ist es ja so, dass man mehr oder weniger HTML und JavaScript-Code mischt und in einer Datei schreibt. Ich bin PHP-Entwickler, wir PHP-Entwickler haben da sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, deswegen war ich React gegenüber da anfangs auch sehr skeptisch. Mittlerweile hat sich das als großer Vorteil für mich herausgestellt, dass ich eben Code, der zusammengehört, in einer Datei zusammenführe. Also wenn ich einen Button implementiere und ich habe JavaScript-Code in der einen Datei, HTML in der anderen Datei und dann vielleicht noch CSS in der dritten Datei liegen, dann ist das ja immer noch nicht lose gekoppelt, sondern diese drei Dateien gehören immer in jedem Fall zusammen. Insofern, für mich macht es schon Sinn, dass es in einer Datei ist. Das bringt aber auch ein kleines Problem mit. Es sieht aus wie HTML, es ist aber eigentlich kein HTML. Ich habe es also mehrfach in Kundenprojekten erlebt, dass Entwickler einfach dahergegangen sind und haben sich ein Twitter Bootstrap Template genommen und haben das HTML gekopiert und pastet und in die React-Komponente gegossen. Erstens führte das zu Problemen, weil beispielsweise CSS-Klassen in React anders referenziert werden als in HTML. Zweitens führt es aber dazu, dass wir Komponenten hatten, die sehr groß waren, die sehr viel HTML schon beinhaltet haben. Und dann kam nochmal Funktionalität dazu. Also insofern war das schon so, dass das nicht unbedingt zum saubersten Code führte, dass es einem so leicht gemacht wird, einfach HTML da rein zu kopieren und pasten und an ein paar Stellen JavaScript dazu zu mischen. Ist schon eine Schwierigkeit, die ich da irgendwie sehe. Andersrum bietet React die Möglichkeit, um alle Sachen, die zu einer Komponente gehören, zusammenzulegen. Mhm. Dazu gehört der State der Anwendung, also welche Daten stecken in meiner Komponente. Dazu gehört das Styling, also Themen wie CSS und JavaScript sind ein großer Gamechanger im Moment. Es geht da nicht darum, dass wir CSS jetzt in Objektnotation schreiben müssen, sondern es geht darum, dass unser CSS sehr dicht an die Komponente ranwandert und so modulare Entwicklung möglich wird. Also wir haben nicht mehr dieses, ich nenne es immer scherzhaft, Blockchain-CSS, was append-only ist und in der Mitte, wenn man da was verändert, dann bricht alles zusammen. Das brechen wir damit auf und damit wird es wartbar und damit wird Komplexität besser überblickbar. Wenn ich einen kleinen Teil der Anwendung anpasse, dann betrifft es nur einen kleinen Teil der Anwendung und nicht alles. Und da ist React wirklich stark drin. Es gibt da für mich noch etwas, ich glaube, das ist auch kein React-spezifisches Problem, sondern meine Schätzung ist, dass es bei eigentlich allen Frameworks heute so ist. Viele Entwickler, die heute JavaScript entwickeln und in React einsteigen oder in Angular einsteigen, sind ursprünglich Backend-Entwickler gewesen. Die sind es gewöhnt, in Java, in C-Sharp, in PHP, in ich weiß nicht was, große komplexe Anwendungen zu entwickeln und versuchen die Muster, die sie da kennengelernt haben, wieder genau mit ins Frontend zu bringen. Das funktioniert, glaube ich, bei Angular ein bisschen besser, weil es gibt einen Dependency-Injection-Container und so weiter. Bei React wird das ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht darauf einlässt zu realisieren, hey, auch wenn die Sprache ein bisschen Ähnlichkeit vielleicht hat zu meinem Java, zumindest vom Namen her, ist das die Denkweise dann doch eine ganz andere. Dass man plötzlich sich nicht mehr, gerade bei React schreibt man sich nicht mehr ganz, ganz viele Klassen, die irgendwie interagieren, sondern man arbeitet eher funktional, man versucht immutable zu arbeiten. Wir hatten zum Beispiel gerade einen Teilnehmer, der sehr viele sehr smarte Fragen gestellt hat und der hat an einer Stelle nicht verstanden, warum rufe ich hier jetzt nicht einfach eine Funktion auf, weil das funktioniert doch auch. Ja, das geht erstmal, das ist aber nicht die React-Denkweise. Das funktioniert für eine kleine Anwendung, wie wir das hier in einem Workshop natürlich erstmal entwickeln, können wir ihm da keine echten Probleme zeigen, die in so einer kleinen Anwendung entstehen. Wenn wir aber eine große Anwendung bauen und die wartbar sein soll, dann müssen wir andere Muster anwenden, als wenn wir das bei einer Backend-Anwendung machen, weil die eben komplett anders eigentlich ticken. Insofern, das ist eine ganz typische Herausforderung für mich, dass man, wenn man aus dem Backend kommt und ins Frontend wechselt, eine sehr andere Denkweise in React oder auch in JavaScript im Allgemeinen hat. Weswegen wir hier in der Veranstaltung mittlerweile diesen Workshop am ersten Tag haben, der so ein bisschen ein Einstieg für Backend-Entwickler in das Thema JavaScript sein soll, weil dann doch Dinge anders funktionieren, Klassen ganz anders funktionieren als in einem Java oder in einem .NET.
es ist dann wieder genau das Gleiche, dass auch HTML anders funktioniert als das, was wir im HTML irgendwie auf dem Server schreiben, wenn wir Server-Side-Rendering machen, also wenn wir HTML-Schnipsel als Text einfach über den Server senden. Das funktioniert anders im Frontend und das müssen Entwickler auch lernen. Also gerade wenn man aus dem Backend kommt, dann hat man mit UI-Entwicklung relativ wenig zu tun. Der große Unterschied ist, es ist nicht nur, dass wir unterschiedlichen technologischen Stack haben, also dass wir JavaScript anstelle von Java verwenden, dass wir HTML und CSS haben, sondern dass wir auch noch das Problem haben, dass unsere Anwendung eine lange Laufzeit hat und wir da ziemlich schnell in Memory-Leaks reinlaufen können. Mhm. Das ist eben bei Server-Anwendungen, da laufen die Anwendungen auch lang, aber die Phasen sind kürzer und da ist ein großer Unterschied, den die Teilnehmer lernen müssen. Genau, wenn ihr auch schon sagt, Dinge, die die Teilnehmer lernen müssen, habt ihr vielleicht einen Tipp für Anfänger oder Einsteiger in die Entwicklung mit React, um typische Fehler zu vermeiden? Ich glaube, ein ganz typischer Fehler ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, dass man verstehen muss, man befindet sich in einem anderen Ökosystem. Mhm. Eine Klasse in JavaScript ist einfach was anderes als eine Klasse in Java. Mhm. Ich glaube, das ist so der wichtige Punkt eigentlich, man muss sich darauf einlassen, ein neues Ökosystem kennenzulernen. Und man sollte nicht einfach alle Patterns, die man aus PHP, aus Java, was auch immer kennt, genauso mit ins Frontend bringen. Das ist was ich bei einem Projekt, wo sehr, sehr, sehr gute Backend-Entwickler eine JavaScript- oder eine React-Anwendung gebaut haben, beobachtet habe. Das ist eine solide Anwendung. Aber da sind einfach so ein paar Sachen, wenn man da einen Standard-Frontend-Entwickler draufsetzt, wird er sich denken, was zur Hölle, warum? Und ich glaube, wenn man diese Entwickler fragen würde und die das sehr hinterfragen, warum haben sie die Entscheidung getroffen, dann ist es sehr viel, weil wir es so aus dem Backend gewöhnt sind. Und man muss einfach verstehen, Backend-Entwicklung und Frontend-Entwicklung sind eben zwei sehr unterschiedliche Disziplinen. Eine andere Sache, die ziemlich schnell Einstiegshürden sind, dass Frontend-Anwendungen häufig als, das ist doch alles langsam gesehen werden. Das ist nicht der Fall, wenn wir Daten übers Netzwerk laden müssen, dann ist es immer langsam. Und wenn wir für alles große Libraries einbauen, ja, dann wird es langsam. Ich denke, das ist auch eine große Hürde, die einen großen Unterschied macht zur Backend-Entwicklung, dass wir im Client Daten übertragen müssen, die möglichst klein sind und der ausführbare Code möglichst klein sein muss. Zwar gibt es das im Backend auch, wenn man auf Kubernetes läuft, möchte man seinen App-Bundle auch möglichst klein haben, aber dann ist es halt auch klein genug, wenn es 10 MB sind. Das ist nur fürs Frontend dann schon ziemlich, ziemlich, ziemlich groß. Und wir wollen maximal, naja, ein Zehntel, also wirklich so als Maximum Obergrenze haben. Das ist auch ein großer Gamechanger, um dieses Pattern, naja, Frontend ist doch langsam und die Welt ist schlecht, anders anzusehen. Gut, und trotzdem wachsen Anwendungen natürlich und auch die Interessen daran, was mit dieser Anwendung gemacht werden soll, verändern sich mit der Zeit. Welche Libraries und Tools muss man denn bei React kennen oder sollte man einsetzen für wachsende Anwendungen? Nun, es gibt so Standard-Tooling-Sachen, die eigentlich immer eingebettet werden. Das ist die React-Testing-Library, um gute Patterns fürs React-Testen oder für Tests von React zu verwenden. Es gibt nun die Hooks in React im Core, die praktisch sind für State-Management in lokalen Komponenten. Einher zu React geht sehr häufig auch die Entwicklung mit Redux, die dann den App-State als globalen State aufbaut. Das ist also Redux sollte man gehört haben, wenn man mit React arbeitet. Neben Redux gibt es dann aber auch tolle State-Management-Libraries, sowas wie Mobix, was einen ganz anderen Ansatz fährt, also einen ähnlichen Ansatz, aber ganz anders funktioniert. Also es gibt viele tolle Möglichkeiten und man sollte sich das rauspicken, was am besten passt, was dann auch wieder einer der Schwierigkeiten zu React ist. Man kann sich halt alles aussuchen. Gut, du hattest gerade auch schon das Thema der Hooks angesprochen bei React. Das ist ja noch ein ganz, ganz neues Konzept, das mit 16.8 gerade ausgeliefert wurde, final. Könnt ihr uns noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was man damit machen kann und was sich damit ändert? Ja, mit Hooks kommen eigentlich in React eine andere Möglichkeit, um State Changes oder um State zu verwalten, und zwar in Functional Components. Das Schöne ist, dass wir nun einen statisch evaluierbaren Code haben, der uns Fehler ziemlich schnell deutlich macht, wenn wir auf State angewiesen sind. Also zum Beispiel, wenn wir Daten laden wollen auf Basis einer Property, die wir reingegeben bekommen, können wir das nun automatisiert überprüfen, ob wir jedes Mal, wenn sich diese Property ändert, die Daten erneut laden. Wir können nun alles in Funktionen schreiben, was dem Code etwas sauberer macht. Wir müssen nicht mehr die Class Components benutzen, die auch hier und da mit diesem
SIS-Wörtchen schon mal schwieriger sind zu verstehen in JavaScript. Also wir gehen viel Problemen aus dem Weg, die wir sonst standardmäßig drin haben. Ich habe da immer so das Gefühl, dass ich irgendwie der Einzige bin, der noch nicht an jeder Stelle immer sagt, hey, Hooks sind so eine gute Idee für die Zukunft. Mir tut das immer ein bisschen weh, weil wir haben gerade beide diese deterministischen puren Funktionen als einen großen Vorteil von React angesehen. Und durch Hooks wird das so ein bisschen verwaschen. Also eine Funktionskomponente, die Hooks verwendet, ist nicht mehr eine pure Funktion, in die ich Daten reingebe. Und abhängig von den Daten gibt es mir genau das Gleiche. Sondern es kommt noch diese Magie der Hooks dazu. Es ist so, dass die Magie, die da existiert, eigentlich nicht sehr magisch ist und sehr deterministisch ist und beispielsweise in der von dir angesprochenen React Testing Library und sicherlich in allen anderen React Testing Tools heutzutage auch drin ist, sodass das immer noch einfach ist. Aber das für mich versteckt es einfach sehr viel Komplexität, wo ich immer ein bisschen Angst vor habe in solchen Fällen. Deswegen, ich bin immer noch gespannt. Wir haben im React die Mixins vor vielen Jahren gehabt. Dann kam die Idee, lass uns Higher-Order-Components machen. Dann kamen die Render-Props als das neue tolle Ding. Und jetzt sind es eben die Hooks. Ich würde mal gucken, was wir in 3 Jahren machen, ob es in 3 Jahren immer noch Hooks sind oder ob wir in 3 Jahren wieder den Nachfolger haben, weil wir die Probleme von Hooks kennengelernt haben. Also ich glaube, Hooks sind einfach noch sehr jung und sehr frisch, weswegen ich erstmal noch ein bisschen vorsichtig da bin. Und es ist ja sehr schön, es steht auch in der React-Anleitung drin und das ist ein Hinweis, den man oft auf Konferenzen auch hört. Man sollte jetzt nicht die komplette Anwendung direkt umschreiben, dass alles durch Hooks ersetzt wird. Es macht Sinn, das mal so Schritt für Schritt einzubauen, auszuprobieren. Ich finde es auch sehr elegant, was man mit funktionalen Komponenten, mit Hooks bauen kann. Und ich bin Backend-Entwickler gewesen. So, das heißt, für mich sind die Klassenkomponenten was Schönes, nichts Böses. Aber ich verstehe schon, ja, es wird teilweise sehr viel aussagekräftiger, wenn wir an der Stelle mit Hooks arbeiten. Naja, es hat sich kein Pattern verändert eigentlich durch Hooks, sondern nur die Schreibweise ist anders geworden. Das, was vorher Class Components waren und State verwaltet haben oder über Lifecycle irgendwie was gemacht haben, es ist nun in Hooks gewandert. Trotzdem behalten wir unsere Pure Components, die eigentlich nur ein State anzeigen, nach wie vor bei. Also die ausschließlich auf Properties reagieren. Wir verschieben nur Sachen in andere Functional Components. Da ist aber genau der Punkt, man erwartet es bei einer Functional Component meiner Meinung nach nicht. Bisher erwartet man es nicht, dass sie sowas macht. Das heißt, wir müssen einfach da an der Stelle umlernen und verstehen, auch eine Functional Component ist keine pure Funktion mehr. Was dann noch so ein Ding ist, weswegen ich Hooks manchmal kritisch sehe, wir haben das anfangs gesagt, dass in React alles eine Komponente ist. Wir haben diese komponentenbasierte Anwendungsentwicklung. Bei beispielsweise den Komponenten mit Render-Props war es auch so, dass wir unsere Logik sehr intensiv in Komponenten gepackt haben. Und da sehe ich jetzt den Trend, dass diese Logik in Hooks wandert und damit nicht mehr in Komponenten drin ist. Das ist auch so einer der Punkte, den ich mir so, ja, ich sehe den Charme da dran, aber ich bin noch nicht überzeugt, dass das wirklich der Schritt in die richtige Richtung oder die endgültige perfekte Lösung da sein wird. Das Schöne ist, Hooks sind immer noch Teil der Komponente und dadurch auch wiederverwendbar. Also wenn wir einen State haben, der zum Beispiel use online anzeigt und uns immer wieder sagt, ob der Benutzer online ist oder nicht, dann ist es wiederverwendbar in anderen Components. Und das ist ein großer Vorteil, denn das war vorher mit Class Components so nicht möglich. Mit Render Props dann schon, aber dann sind wir auch wieder im Render-Zyklus und wenn wir die nesten wollen, dann sind wir ziemlich weit eingerückt. Also das macht Code einfacher. Okay, Hooks sind also ein Thema, das man durchaus noch diskutieren kann und von dem noch nicht ganz klar ist, wie es sich weiterentwickeln wird. Gibt es denn vielleicht noch irgendetwas anderes bei React oder auch im Ökosystem, das ihr euch für die nächsten Jahre wünschen würdet oder wo ihr denkt, da könnte React sich jetzt gut nochmal ein bisschen hinentwickeln weiter? Also erstmal eine Sache etwas allgemeiner, was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Leute sich mit dem Thema Typing beschäftigen. Mhm. Das ist so, ich bin seit Jahren ein großer Fan von TypeScript, weil für mich das immer, mir macht das Entwickeln einfacher. Meine IDE weiß, was ich da tue und ich rate nicht nur, sondern ich sehe, oh, wenn ich eine Action sowieso habe, dann kriege ich da folgende Daten, da kann ich mich drauf verlassen. Das ist aber mehr so eine allgemeinere Ökosystemsache. Wo ich sehr gespannt bin, ist in der nächsten React-Version das Thema Suspense, dass also das asynchrone Datenladen nochmal ganz anders wird, auch wenn auch da ich etwas kritisch war, weil mir hat man mal beigebracht, ich soll keine Exceptions werfen, um Programmfluss zu steuern. Es sind keine Exceptions, die da geworfen werden, aber es wird geworfen. Das heißt, das ist etwas, wo ich auch noch ein bisschen skeptisch bin, wobei der Code, den man da am Ende schreibt, finde ich sehr elegant. Also da bin ich sehr neugierig. Wie siehst du das?
Ich sehe gerade, also React kapselt für uns sehr viele Sachen weg. Also wenn man sich den Code des Virtual DOMs anschaut, dann schlägt man auch die Hände über den Kopf zusammen. Aber das ist ein Implementierungsdetail. Genauso wie das Werfen von irgendwelchen Daten in Suspense ein Implementierungsdetail ist und uns erstmal nicht interessieren muss, wie das funktioniert. Genauso wissen wir, oder nicht, wissen die wenigsten, wie denn JSX umgeformt wird und was das hinterher erzeugt. Das ist im Zweifel ein Implementierungsdetail und ich denke, Suspense ist ein sehr eleganter Weg, um Daten zu laden und gerade im Zusammenspiel mit Hooks macht es das sehr einfach. Wir können, wenn ein Fehler beim Datenladen passiert, an einer zentralen Stelle zeigen, na, irgendwas ist schiefgelaufen. Und das macht Code sehr einfach und einfach vorhersagbar. Und gerade vorhersagbarer Code ist das, was wir als Entwickler haben wollen. Okay, da kommt also noch das eine oder andere Spannende bei React. Vielen Dank für das Interview.